Wir haben in den letzten Jahren etwa 500 Bahnhöfe verkauft. Und das ist ganz überraschend, was die Leute daraus machen. Auktion in Berlin-Mitte. Die Kunden kommen leise und zum Teil mit viel Geld. 10% Bietersicherheit sind sofort zu zahlen, wenn man einen Bahnhof kauft. Wir kennen ja die meisten Interessenten, außer denen, die spontan hier hinkommen. Und da gibt es eben bald spannende Erlebnisse. Aber was treibt sie dabei an? Männer kaufen Bahnhöfe. Einen dürfen wir zeigen. Seinen Namen will er nicht verraten. Jetzt kommen wir zum Highlight des Tages. Ein wirklich besonderes Objekt, der Strandbahnhof in Travemünde. Wir wissen, dass sich der Mann, den wir den Bahnhofsinvestor nennen, für den Strandbahnhof interessiert. Wir wissen nicht, wen er um Rat fragt. Unternehmensberater, das ist er selbst. Der Strandbahnhof Lübeck-Travemünde ist auf den ersten Blick ein Schmuckstück. Der Bahnhofsinvestor ist kritisch. Er hat Routine in der Beurteilung von Bahnhöfen. Den kleinen Prezer zum Beispiel hat er für 83.000 Euro ersteigert. Wussten Sie eigentlich jemals, wo Prez ist, bevor Sie? Nein, gar nicht. Ich musste also erst googeln, habe dann auch das Prez in der Nähe von Stralsund erstmal ausgewiesen bekommen. Und erst dann mit Hilfe der Postleitzahl konnte ich es dann direkt zuordnen. Bahnhofssammler, kann man Sie so bezeichnen? Nein, auch nicht. Also Bahnhofsfanatisch? Auch nicht. Also warum Bahnhof? Gut, es hat sich vor Jahren mal angeboten. Und habe dann mich ein bisschen beschäftigt mit dem Thema Bahnhof, auch als Investment. Und so kann ich jetzt sagen, dass momentan ist oder sind Bahnhöfe im Fokus. Der Prezer Bahnhof gilt, wie etwa 600 in Deutschland, als unrentabel für die Bahn. Für den 53-Jährigen aus der Nähe von Freiburg die Chance zum Einsteigen. Ja, ist noch Baustelle. Sieht auch noch nach Baustelle aus, aber das Gröbste ist getan. Im Süden kriegt man kaum noch ein vergleichbares Objekt. Wenn es ein Objekt gibt, ist es deutlich teurer, wo dann einfach auch wieder die Rendite dann nicht mehr stimmt. Bahnrelevante Anlagen muss er erhalten, weil der Bahnhof noch aktiv ist, so steht es in den Verkaufsunterlagen. An vielen Orten bleibt die Bahn mit Reisezentren oder Fahrkartenschaltern Mieterin. Ja, als ich den Gewölbekeller hier zum ersten Mal gesehen habe, war ich gleich begeistert von der Atmosphäre. Ja, so kam dann die Vision, hier auch so ein kleines Weinlokal reinzumachen. Unterirdische Gaststuben sind in seiner Heimatregion eine gute Anlage. Wenn ich was mache, dann versuche ich es so ein bisschen nach meinen Visionen zu machen. Es muss in erster Linie mir gefallen. Das ist also bei allem so. Es muss nicht anderen gefallen, sondern es muss mir persönlich gefallen. Das marode Dach seines mehr als 100 Jahre alten Prezer Bahnhofs war früher schwarz, hat er herausgefunden und Ziegel gekauft. Eine örtliche Bausatzung macht ihm einen Strich durch die Rechnung. Dächer müssen hier rot sein, bekommt er zu hören. Seltsam nur, das Rathaus gegenüber schwarz. Meine Argumentation natürlich, dass hier im Umkreis alle Dächer dunkel eingedeckt sind, hat man dann kein Gehör geschenkt, sondern man hat sich auf diese Ortsgestaltungssatzung bezogen. Und so musste ich jetzt auf die Denkmalschutzbehörde wieder zugreifen und eine Stellungnahme. Und jetzt habe ich die auch schriftlich bekommen, dass also eine rote Eindeckung hier nicht gestattet ist an dem Objekt. Und jetzt muss aber eine Befreiung noch beantragt werden. Also der Bürokratieweg ist sehr umfangreich hier in Brez, aber wir kriegen es hin. Auf Auktionen steigert er persönlich, nie per Telefon. Es gab eigentlich neben mir nur noch einen Interessenten, der aber dann auch nach dem ersten Gebot schon ausgestiegen ist. Was natürlich für mich von Vorteil war, weil dadurch war er entsprechend günstig. So kommt es aber auch öfters vor, dass zum Beispiel auch Bürgermeister vor Ort sind, die dann den Bahnhof ihrer Stadt oder ihrer Gemeinde
ersteigern möchten. Und wenn man das natürlich dann mitbekommt, hält man sich natürlich zurück. Man sieht auch mal eine Familie, die jetzt den Bahnhof einfach als schon lange drin wohnt und jetzt erwerben möchte. Und so gibt es halt gewisse Dinge dann, wo man dann sich auf ein anderes Objekt dann konzentrieren kann. Die Empfangshalle ist ein Stahlskelettbau mit Satteldach. Die Decken wurden als Holzbalkendecken mit dekorativen Materialien hergestellt. Sieht man hier auf dem Bild auch sehr schön. Die Wände bestehen aus Mauerwerk bzw. aus Stahlstützen, die mit Mauerwerk ausgefacht wurden. 5 Minuten bekommt jeder Bahnhof an Präsentationszeit. Leckerbissen wie der Strandbahnhof etwas mehr. Ein besonderes Augenmerk gilt der großen Glasmalerei Atlas mit Weltkugel geschultert auf dem Rundbogenfenster nach Osten hin. Das Vorlesen von Reizen und Schwächen ist Pflicht. Vom Bahnhofsinvestor wissen wir, dass er das Mindestgebot für zu hoch hält. In die Sammlung seiner großen Bahnhöfe würde der allerdings passen. Wirklich außergewöhnliches Objekt. Es liegen 2 Gebote vor, eines davon noch zu 670.500. Das hier ist der Bahnhof seiner Gemeinde, vom Kurort Bad Malente, mehr als 130 Jahre alt. Schon 2008 ist er von der Deutschen Bahn verkauft worden, im Paket mit mehr als 1000 anderen deutschen Bahnhöfen. Bürgermeister Michael Koch hat das nur Probleme gebracht. Über all die Jahre haben wir hier an diesem Bahnhof natürlich auch mit erheblichen Vandalismusschäden zu kämpfen gehabt. Da ist beispielsweise noch so eine kaputte Scheibe. Ja, der Bahnhof stand leer und dann ist es leider auch in einer Gemeinde wie Malente so, dass wir Vandalismusschäden haben. Und das Traurige für die Gemeinde ist, dass diese Vandalismusschäden dann eben nicht sofort vom damaligen Eigentümer beseitigt worden sind. Und ich sage das mal ganz hart, dieser Bahnhof sich teilweise auch in der öffentlichen Diskussion zu einem Schandfleck entwickelt hat. Der damalige Eigentümer, ein milliardenschwerer Londoner Finanzinvestor. Dass er investieren und den Bahnhof wiederbeleben würde, daran hatte Michael Koch anfangs noch geglaubt. Doch dann passierte nichts. 6 Jahre Verfall. Es ist schon eine schwierige Situation, weil wir stehen in einem unwahrscheinlichen Wettbewerb unter touristischen Kommunen. Und gerade so ein Bahnhof, an dem Reisende ankommen, der ja auch eine Symbolik hat. Ja, letzten Endes ist die Bedeutung des Bahnhofes vielleicht gleichzustellen mit dem Geist von Malente, den Immenhof-Filmen. Hier kommen viele Dinge zusammen, die für die Malenter Bürgerinnen und Bürger nicht nur einen großen Erinnerungswert haben, sondern an sich einen Wert darstellen. Kurgäste und Bürger bedrängen ihn, etwas zu unternehmen. Er soll endlich eingreifen. Über Jahre versucht er, mit der Londoner Firma Kontakt aufzunehmen. Vergeblich. Vor 2 Jahren dann ein erster Hoffnungsschimmer. Endlich, der Londoner Investor will den Bahnhof wieder loswerden, in Berlin versteigern, Mindestgebot 29.000 Euro. Dieser Augenblick der Euphorie, vielleicht zu einem, ich nenne es mal Schnäppchenpreis, in einer Auktion dieses für uns wichtige Gebäude zu erwerben, ist dann schnell die Ernüchterung gefolgt, als wir uns das Gebäude von innen angeschaut hatten und festgestellt haben, dass der Sanierungsbedarf doch einige 100.000 Euro ausmachen würde. Nicht mal geschenkt kann sich die Gemeinde das leisten. Ersteigert wird der Bahnhof für 88.000 Euro von einem Investor aus Dubai. Was der jetzt damit vorhat, weiß Michael Koch nicht. Das Schlimmste wäre, wenn ja, es weiterhin kein Leben in diesem Bahnhof gibt und der Bahnhof verfällt und damit zu einer Bauruine wird. Wäre sowas schlimmer als Abriss? Letztendlich ja, weil es ein dauerhafter Zustand wäre, aber ich mag mir kaum vorstellen, dass eine solche Diskussion geführt würde, der Malenter Bahnhof wird abgerissen, weil sich dann natürlich auch sofort die Frage stellt, und was wird dann an der Stelle entstehen? Alles ist hier möglich, denn der Bahnhof steht nicht unter Denkmalschutz.
Es liegen zwei Gebote vor, eines davon noch zu 670.500. 670.500 sind geboten, wer bietet 680.000? Er hatte gehofft, dass die Interessenten nur Blender sind. Aber einer hat einen Auktionator im Saal mit seinen Kaufvorstellungen beauftragt. Ein anderer bietet aus der Ferne über das Telefon. Der Bahnhof Moorkirch. 11 Jahre das Zuhause von Alexa Bartuszewicz. Heute soll ihr Sohn ein Exposé dafür erstellen. Das war die Zugverladerampe. Deswegen ist der Wintergarten nur so schmal. Tierverladestation gab es auch. Und die ist weiter hinten. Also das Grundstück geht ja noch viel weiter und da sind die Tiere dann verladen worden. Ja, also für so einen Landbahnhof war das schon einer der größeren. Für 180.000 Euro hat sie ihn gekauft. 350.000 Euro will sie jetzt dafür haben. Aufgetan hatte ihn ihr Lebensgefährte Uli. Mittlerweile sind die beiden getrennt. Damals sind wir ganz viele gewesen und haben den komplett alleine bewohnt. Also mit zeitweilig 7 Kindern, Uli und ich. Nach und nach sind die Kinder größer geworden und ausgezogen. Und da hatte ich auch keine Lust mehr, hier alleine noch mit 2 Kindern zu wohnen. Um das alles zu vermieten, ist es mir einfach viel zu groß und auch zu weit ab. Also ich bin dann auch nach Flensburg gegangen. Der Druck, jetzt schnell einen Käufer zu finden, ist groß. Alexa hat Schulden. Der Bahnhof ist noch nicht abbezahlt und für ihr Haus in Flensburg musste sie ein weiteres Darlehen aufnehmen. Knapp 1.300 Euro Zinsen zahlt sie im Monat. Gut, dass Sie das nicht mitgenommen haben. Das wohl war. Das war der Fußboden. Der Bahnhof war ja vorübergehend verkauft. Jedenfalls ist ein Kaufvertrag geschlossen worden. Und die vermeintlichen Käufer fingen dann an, den Fußboden rauszureißen aus Elias und meinem, aus Elias Zimmer und meinem Schlafzimmer. Und da liegt er nun. Den haben sie hier im Schuppen gelagert. Es hieß eigentlich, sie wollten die Fußböden abschleifen. Und dazu hatte ich ja gesagt. In den beiden Zimmern, von denen ich gerade gesprochen habe, war er komplett rausgerissen. Und ich war entsetzt, als ich die Tür aufmachte. Aus Sympathie hat sie das Ehepaar für kleine Renovierungsarbeiten schon vorher reingelassen. Der Boden hier sei feucht gewesen, sagen die Käufer. Von oben nicht zu sehen, sagt Alexa. Den Kaufpreis sollen sie erst 3 Wochen später bei der Übergabe zahlen. Aber sie hat keinen Cent bekommen. Ich weiß nicht, ob ich wieder vertrauen würde. Natürlich war es dumm von mir, sie vorzeitig reinzulassen. Vor allem, weil mir im Nachhinein arglistige Täuschung vorgeworfen ist, was ich total fatal fand. Ihr Anwalt rät ihr, sich außergerichtlich zu einigen. Ein Rechtsstreit würde zu viel Zeit und Geld kosten. Am Herd, da sind auch noch welche, warte. Mit solchen Schwierigkeiten, den Bahnhof wieder loszuwerden, hat sie nicht gerechnet, als sie ihn damals gekauft hat. Ich lag im Krankenhaus und erwartete unser beider 4. Kind. Und Uli hat klein gewohnt und ich ganz klein gewohnt. Und jeder hat 3 Kinder mitgebracht. Und dann haben wir ein größeres Gebäude gesucht. Und Uli kam dann mit verschiedenen Objekten ins Krankenhaus. Und ich habe die durchgeguckt. Und irgendwann bin ich dann noch mal mit hierher gekommen. Noch mit Tropfnadel und Rollstuhl. War auch nicht in allen Räumlichkeiten. Du hast an den Balken hier gerochen. Ich habe an den Balken gerochen und gesagt, das können wir nehmen. Ne? Und so sind wir zum Bahnhof gekommen. Viel Geld und jede freie Minute mussten sie dann noch in den Umbau stecken. Ja. Vom Kaufpreis runtergehen will sie nicht. Ui. Schrecklich. Und einen Makler auch nicht, weil das schneller geht, glaubt sie. Er importiert die gerade. Schade finden würde ich, wenn ein Investor wahrscheinlich das aufkauft, um es zu vermieten aus der Ferne. Also es ist ein Ort, wo man gut, ja, wo ich mir wünschen würde, dass die Leute, die hierher kommen, Bezug nehmen zu diesem Ort. Und natürlich hängen hier ganz viele Erinnerungen dran und sind unsere Kinder hier groß geworden. Melek hat vorher nie woanders gewohnt. Also er ist wirklich nach der Geburt hierher. Und wenn ich die Bilder so sehe, ja, dann war es ein richtiges Zuhause. Ja. Sie rechnet damit, spätestens im Sommer die richtigen Käufer für Moorkirch zu finden.
701.000, 702.000. Vielen Dank. Der Strandbahnhof Lübeck-Travemünde wird weggehen. Das ist schon mal klar. 1000 zum ersten. Schleswig. Eigentlich war dieser Bahnhof schon mal verkauft. Aber irgendetwas lief schief, heißt es. Rückabwicklung zurück in den Katalog. Ja, Bahnhof die zweite, ne? Oder wie? Ja, wir sind nun am Bahnhof in Schleswig. Ebenfalls ein Objekt, was ich erworben habe auf einer Auktion in Berlin. Und ich führe sie jetzt einfach mal rein. Für 182.000 Euro hat er ihn ersteigert. Ja, hier sind wir nun in der Wartehalle. Das ist sehr imposante, wie ich finde. Und ja, der Bahnhof Schleswig war ja von Anfang an so ein Lieblingsobjekt, weil es einfach aufgrund der Größe genau hier zu dem passt, was ich vorhabe. Es soll also ein Treffpunkt, ein Zentrum werden für Kleinkunst, für Unterhaltung, für Sport, für Musik, für Partys, für Spaß, für Events. Komplett unter Denkmalschutz. Das schreckt viele ab. Ja, hier waren wir schon kräftig zugange, weil hier war auch die komplette Decke war abgehangen. Und hier die Säulen und diese Nischen waren alle verkleidet. Und ich dachte erst, dass das Fliesen sind. Das hier sind es aber nicht, sondern das ist im Prinzip Verputz, wo man dann solche Stempel reingedrückt hat. Heute hat der Bahnhofsinvestor selbst einen Testtag ausgerufen. Wie lange brauchen seine Leute, um ein Fenster zu restaurieren? Das heißt, abschleifen, ausspachteln, ausbessern, beizen, kitten, streichen, verglasen. Der Denkmalschutz will, dass er die Holzfenster erhält. Nachbauen aus Holz ist nicht erlaubt. Fast 50 Stunden pro Fenster, so das vorläufige Resultat. Der Bahnhof Schleswig hat mehr als 100 Fenster. Ein Ferienhaus hat er sich inzwischen in der Gegend gekauft, damit er länger vor Ort sein kann, wenn seine nördlichen Bahnhöfe flott gemacht werden. Ja, die kann man vergleichen hier. Das Umfeld, sprich Einzugsgebiet, ist sehr interessant. Da gibt es natürlich immer zwei Möglichkeiten. Man kann auf den Bedarf reagieren, das heißt, der Bedarf ist da und erst dann wird reagiert. Oder man bringt durch ein Konzept den Bedarf zu den Leuten. Das heißt, dass der Bedarf erst entstehen wird. Und das ist meine Philosophie. Ich sage, hier wird was erschaffen und den Bedarf werden wir dadurch erwecken. So, Risiko. Gut, Risiko hat man immer. Ja. Er bewegt sich so sicher durch die Baustellen wie durch die Finanzwelt. Und ich gehe gerade mal vor. Banken und Versicherungen hat er früher in Führungspositionen durch Krisen und Gewinnzonen manövriert, weltweit unterwegs. Ja, alles kaputt, ne? Der Bahnhof soll eine Dachterrasse bekommen. Wenn ich jetzt da an Frankfurt denke, da gibt es eine Sky Lounge. Da sieht man die Flugzeuge über sich rüber. Die sind auch relativ laut, aber das hat einfach Flair. Ist ja nicht ständig, wenn das nur ab und zu ist, dann hat es was, ne? Und so kann auch ein Zug was Schönes sein, wenn man hier steht, abends eine schöne Lounge-Möblierung hat. Hier einen schönen Cocktail, Sonnenuntergang. Wir wissen nicht, wie viele Bahnhöfe er mittlerweile bundesweit hat. Wir wissen nur, es sind viele. Alle mit einer guten Rendite, sagt das Auktionshaus, das seine Kunden weiter beobachtet. So wie sich Jungs über eine Lok freuen, begeistert er sich für seine Bahnhofsgeschichten. Die Siegel sind überall, also an allen Fenstern und allen Öffnungen. Und zwar wurde das mal gemacht vor Jahren, als Putin und Gerhard Schröder hier mit dem Zug in Schleswig eingefahren sind. Ein bisschen trauert er seinem vorigen Leben hinterher, sagt er. Als er gesundheitliche Probleme bekam, kehrte er der Finanzwelt den Rücken zu. Ich war einmal in München. Und habe dann am nächsten Morgen mein Auto gesucht in der Tiefgarage und habe es nicht gefunden, bis mir dann eingefallen ist, ich bin ja gar nicht mit dem Auto, sondern ich bin ja mit dem Flieger nach München. Also es gab auch solche Zeiten, wo man nicht mehr wusste, wie man von A nach B gekommen ist. Ja, das sind jetzt auch solche Probegrabungen.
Hier sieht man jetzt mit dem Grundwasser, gibt es hier ein massives Problem, was wir hier wegleiten müssen, trockenlegen müssen. Mit Herausforderungen kann er umgehen. Ja, Bahnhof satt kann man nicht sagen. Also wenn ein interessantes Objekt angeboten wird, dann bin ich mit Sicherheit dabei. Also das, es muss von der Größe her passen, von der wirtschaftlichen Ertragsmöglichkeit muss es passen. Ja, es gibt hier noch einen, den schaue ich mir am Wochenende an. Das ist Burgkirch. Nein, Flensburg. 702.000 zum Zweiten. 703.000 sind geboten. Vielen Dank. 703.000. Damit hat keiner gerechnet. Im Saal bietet auf einmal ein dritter Interessent auf den Strandbahnhof Lübeck-Travemünde. Geschäftseröffnung in Preetz. Sagen wir so, man sieht, es wird so langsam und allmählich doch jetzt so, wie man es sich vorgestellt hat oder wie ich es mir vorgestellt habe. Und die Resonanz, die ich jetzt so höre, auch hier in Preetz, ja, ist doch sehr positiv. Und von daher zufrieden, alles so, dass alles so geworden ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Wo vorher nichts war, gibt es jetzt morgens ab 5 Uhr frischen Kaffee für die Pendler. Herr Thiele, ich wünsche Ihnen zur heutigen Eröffnung des Kiosks hier am Preetzer Bahnhof alles, alles Gute für die Zukunft, gute Geschäfte. Der Kioskbetreiber ist ihm gewissermaßen zugelaufen. Es hatte sich schnell herumgesprochen, dass ein Mieter gesucht wird. Auch wenn der neue Pächter keine Erfahrung mit Coffee to go hat, ein Vereinslokal betreibt er schon. Sieht man noch gar nicht, dass es eben Kiosk ist. Also ich würde irgendwas Markantes vielleicht, also meine Erlaubnis auf jeden Fall haben zu können. Okay. Aus grau-beige ist gelb-weiß geworden. In sozialen Medien zeigt der Investor seine Renovierungsarbeiten und Planungen ganz offen. Komplett neue Technik alles, die ganzen Dachwände wurden mit 200 mm Isolierung isoliert, Rigips und dann natürlich hier neu gestaltet und mit entsprechenden Belägen. Aus seinem Namen macht er ein Geheimnis, aus seinen Mieten nicht. Für diese 130 Quadratmeter 780 Euro kalt. Wie lange waren wir dran? Dreiviertel Jahr? Jetzt ja fast ein Jahr, dass wir wohnen. Ja. Alle halbe Stunde halten Züge der Regionalbahn vor der guten Stube. Die Geräusche sind leiser als die der Autos auf der anderen Straßenseite. Und die Lichter der Lok sollen des Nachts eine Zier sein, sagen die, die es erleben. Ja, hier haben wir auch eine Wand rausgerissen. Hätte natürlich auch sagen können, Standard. 0,15 hat er nicht getan, also muss man ja auch Danke sagen, ist so. Und das war okay und deswegen, wir fühlen uns pudelwohl und wenn das so bleibt, alles gut. Hm. Bewerber als Mieter hat er schon Dutzende. In der nächsten Wohnung, die ausgebaut und alles neu gemacht werden soll. Die Wohnung bekommt eine große Dachterrasse mit 40 Quadratmeter. Genau da sieht man jetzt schon die Öffnung, die Tür. Da geht es dann raus auf eine große Dachterrasse. Er ist im Zeitplan, sagt er über sein Renovierungstempo. Aber manchmal hat man den Eindruck, als ginge ihm trotzdem nichts schnell genug am Bahnhof. Der Mann macht Dampf. Ab heute bin ich im Saarland rechtlicher Eigentümer von einem Bahnhof. Da erfolgt jetzt dann die Übergabe in den nächsten Tagen, Schlüsselübergabe. Ja. Ja. Und dann müssen wir mal schauen. Seit Juni 2014 hat der Malenter Bahnhof neue Eigentümer. Davon hat Bürgermeister Michael Koch nur aus der Presse erfahren. Jetzt, ein halbes Jahr später, das erste Treffen mit dem Ehepaar Zamzam. Ja, das ist ja schön, dass wir uns heute mal kennenlernen. Ich bin jetzt neugierig. Darf ich da einfach mal rübergehen? Ja? Es war ja wirklich ein frequentierter Bahnhof und es war ein richtiges Reisezentrum, das wir hier hatten. Und ja, das da hinten war, glaube ich, mal ein Gepäckraum oder Wartraum. Ich weiß es gar nicht. Ja.
Was das deutsch-arabische Ehepaar hier jetzt plant und wie ihre neue Nutzungsidee zu seiner Gemeinde passt, das will Michael Koch herausfinden. Ja, auf sie wartet eine große Aufgabe. Wenn wir da so die Decke raufschauen. Ja, kommt. Armer und Marianne Zamzam haben den Bahnhof telefonisch ersteigert, ihn vorher nur von außen gesehen. So standen wir nur, oh Gott, was kommt auf uns zu? Ja? Ja. Sie wussten gar nicht, was auf Sie zukommt? Oder wie? Nein. Sie haben nur die Anzeige. Wir haben es blind gekauft. Immobilien. So, und dann Schlüsselübergabe, sind wir durch die ganzen Gänge gelaufen und so, im Keller, und da ist halt auch... Das, ja, wie gesagt, oh Gott, habe ich nur gesagt. Haben Sie schon eine Idee, was hier so reinkäme? Es ist wahrscheinlich viel zu früh, aber... Ja, ein Restaurant plus ein Hotel oben drauf, das ist die was Idee. Ja. Und wann klappt, wann nicht, wir muss wieder vermieten. Ja. Aber Hotel kommt bestimmt. Ah. Ja, aber Hotel, ist das ein bisschen zu klein? Ja, kleine Pension oder sowas. Ja, ja, sowas für ältere Leute, die hier im Sommer mit ihren Krücken durchlaufen. Malente ist nur einer von ihren 4 ersteigerten Bahnhöfen, alle Rott. Allein fürs Entrümpeln und Saubermachen haben sie hier schon gut 40.000 Euro reingesteckt. Ganz dringend braucht der Bahnhof aber ein neues Dach. Den Kopf einziehen. Ja, das war eine unserer größten Sorgen, als wir uns das angeschaut hatten. Aber das ist hier überall feucht und durchregnete. Und Sie wollten das Risiko nicht eingehen? Nein, weil das auch nicht die Aufgabe einer Gemeinde ist, ein Wirtschaftsunternehmen in einem Bahnhof zu betreiben. Für uns ging es darum, die Frage, dieses Objekt zu erhalten. Und wenn wir das mit einem überschaubaren finanziellen Aufwand geschafft hätten, dann hätten wir das schon sicherlich getan. Bei 4 Bahnhöfen, also wir rechnen damit, also da 200, hier 300, bis 900.000. Ja. Dafür verkaufen wir unsere LKWs auch hier noch, dass ein bisschen Geld reinkommt. Das ist wie Bungee springen. Wie meinen Sie das? Ja, das ist so, wenn Sie Bungee springen möchten, dann ist das auch doch irgendwie so eine Herausforderung. So, und das ist genauso mit unseren Bahnhöfen. Das ist ein Risiko, ne? Also ich kann da nur drüber lachen. Import, Export von deutschen Baufahrzeugen in die Golfregion und den Nahen Osten. Damit verdienen die Zamzams ihr Geld. Also auf jeden Fall wird hier eine Wohnung für eine Familie. Ein Mann hat gesagt, ich möchte eine chinesische Massage. Ich habe gesagt, jetzt kann ich nicht vermieten, ich warte, bis alles fertig. Vielleicht ein arabisches Restaurant da ausbauen. Das fehlt hier noch ein bisschen. Aber da können wir uns ja auch noch mal zusammensetzen, bevor Sie Ihre Überlegungen abgeschlossen haben, dass wir mal schauen. Also wir haben jetzt gestern beispielsweise gerade bei uns im Planungsausschuss beschlossen, ein sogenanntes integriertes Gemeindeentwicklungskonzept auf den Weg zu bringen. Also wir sind ja in gewisser Weise auch Sportstadt. Es ist eben auch die Frage, ob man einen Raum als Ausstellungsgebäude mit wechselnden Ausstellungen zum Thema Sport machen kann. Wir haben ja auch viele Fahrradtouristen, die kommen zunehmend mit E-Bikes. Ja. Ja, lohnt es sich eben zu sagen, gut, wir machen hier etwas, wo jemand dann sein Fahrrad auch sicher abstellen kann, wo er sein E-Bike aufladen kann. Eine Art Fahrradcafé, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber das müssen Sie einfach überlegen. Und letztendlich ist es auch hier unsere Entscheidung. Weil Ahmad Zamzam seine Geldanlagen in Syrien in Gefahr sieht, investiert er jetzt in deutsche Bahnhöfe, sagt er. 10 will er mal besitzen. Man kauft Bahnhöfe, heißt was viel wert. Wenn ich kaufe eine Wohnung, das ist gar nichts. Okay, hat schon gekauft eine Wohnung vor 1 Million oder vor 500 oder was. Aber wenn man kauft Bahnhof, das ist eine große Hammer, oder? Machen Sie das stolz, Besitzer von Bahnhöfen zu sein? Ja. Ja? Sind Sie stolz drauf? Ja, ich bin stolz. Weil die Bahnhof, das ist nicht alleine die Bahnhof, das ist ein großes Wort.
Ne? Das kann man sagen. Ne? Wenn es nicht versteigert worden wäre, hätte der Bahnhofleiter leer gestanden vermutlich, wäre verfallen. Und wir hätten hier einen Schandfleck in der Gemeinde Malente gehabt. Ja. Dann dürfen wir Bad Malente auch hier nicht enttäuschen, ne? Das ist meine große Bitte und Hoffnung, ja. Alexas Bahnhof in Moorkirch. Seit 3 Monaten steht er zum Verkauf im Internet, bisher nur wenige Anfragen. Ihr Ex-Freund Uli will heute noch ein letztes Mal hier rocken, seinen Geburtstag feiern, wie früher mit seiner Band. Sohn Janosch hilft ihm beim Einheizen. Ja, doch nicht so rein. Hey! Nee, ich wollte mich verarschen. Mit der Schubkarre über den frisch geschliffenen Holzdielenboden. Ja, aber was darf das davon denn jetzt rein? Das in die Tonnen. Wollt ihr echt ehrlich alles so reinholen? Als ich gestern hier ankam und dann hier ein bisschen am Rödeln war, alle Öfen anmachen und dann haben wir noch ein schönes Vollbad gegönnt. In der Badewanne, die wir eigentlich, als wir sie damals einbauten, noch nicht so viel genutzt haben, war es auch ein Stück weit für mich ein Abschied nehmen, ja. Mit verschiedenen Gefühlen auch. Da hatte ich schon so Bilder und Gedanken, Revue-artig. Schöne Erlebnisse. Uli? Papa! 2003 zogen Uli und Alexa hier zusammen als Patchwork-Familie. Er arbeitete als Krankenpfleger in Schleswig. Alexa hatte zu Hause genug um die Ohren mit den insgesamt 7 Kindern. Oder auch Gedanken so, ja, die Zeit, die ich beim Renovieren gewesen bin, habe ich häufig dran gedacht, so, oh Mensch, die Zeit hätte ich aber auch gut jetzt mit meinen Kindern verbringen können. Weil ich habe schon, nebenbei kriegt man ja mit, so, oh, dann sind die unten vielleicht noch schon am Abendbrot essen, man fudelt aber noch irgendwo oben in der Wohnung rum und ist am Fußboden verlegen und will fertig werden. Und das sind schon so viele Sachen, die dann der in dem Moment verloren geht, denke ich mal, im Zusammensein mit eigenen Kindern. Fast alles mussten sie selbst machen, weil für Handwerker zu wenig Geld da war. Küche, Bäder, Fenster, Türen und der Keller, alles musste neu. Dafür soll Uli jetzt beteiligt werden, wenn Alexa den Bahnhof verkauft. 40.000 Euro soll er bekommen, so ihre Absprache. Hallo. Die muss gekühlt werden. Wo kann die erstmal hin? Die soll noch mit rein? Ja. Dann kann ich jetzt gehen. Ladenbrot ist für heute Abend. 3 Interessenten waren bis jetzt hier. Alle haben Alexa abgesagt. Warum, weiß sie nicht. Hatte eigentlich mit mehr Besichtigungsterminen gerechnet. Hallo. Generell bin ich zuversichtlich, dass sich jemand finden wird. Ich habe mehrere Anfragen aus Krisengebieten bekommen. Ich glaube, es gibt eine Menge Menschen, die wissen nicht, wo sie ihr Geld deponieren oder lassen können oder wie sie das über die Grenzen bringen können. Auf den Banken ist es nicht sicher in diesen Ländern. Und es gibt sicherlich Menschen, die Geld haben. Ich weiß nicht, wie seriös die Anfragen sind. Teilweise sind sie von Ärzten. Und die wollen eigentlich nur das Objekt kaufen und möchten gerne, so viel es geht, bar zahlen und eben so wenig ausweisen, wie es irgendwie geht. Also, sagen wir mal so, wenn ich jetzt reichlich Kohle hätte oder so, würde ich sagen, komm, das behalte ich und vermiete oder was weiß ich. Würde ich tatsächlich noch nicht so schnell eventuell aus der Hand geben. Das war ja lange mein Zuhause. Nur ein Wort, Zuhause war das ja. Auch Träume ausgelebt hier. Familie. Großes Nest. Da hängt auch ein Stück Herz dran.
Heute jedenfalls gut, dass Alexa den Bahnhof noch nicht verkauft hat, findet Uli. Feiern wie früher, bis in die Morgenstunden. Jetzt müsste er den das Gebot geben, sonst... Nur noch zwei Männer kämpfen um den Strandbahnhof. 707.000, 708.000 für den Herrn im Saal. 708.000 sind geboten zum Ersten, 709. Schleswig, Fenster-Einbautag. Der Investor weiß genau, wo es klemmt. Es scheint, als müsse er sich bös zusammenreißen, um nicht selbst die Sache in die Hand zu nehmen. Einen Architekten hat er heute dazu bestellt, möglichst viel schaffen an einem Tag. Ich bin jetzt 35 Jahre im Geschäft, auch was Sanierung anbetrifft. Ja. Dann ist es einfach eine besonders interessante Aufgabe, sich in das reinzudenken, das Wilhelminische zu begreifen, in der es geplant ist, und jetzt eben zu erleben, wie mit einer Drohne fotografiert wird. Das sind einfach zwei Welten. Und im Spannungsfeld muss man ja arbeiten und planen und denken. Lange Zeit dachten die Schleswiger, dass sich am Bahnhof nichts regt, weil alles wie verrammelt aussah. Dabei haben sie geackert wie verrückt. Allein die Arbeit an den Fenstern hat Monate gedauert. Die Fenster sind ja eigentlich nur zur Dekoration. Es kommen ja dann innen noch mal neue Fenster, die dann auch den wärmeenergetischen Standard entsprechen. Ne? Also es ist ein doppelter Aufwand. Ja, ich denke mal, dass dann ein Fenster so auf 4.000 kommt. Also komplett dann das Alte neu zu machen oder wieder aufzubereiten. Und dann hinten dran Wärme isolieren. Sein Bautrupp ist eingespielt und auf Altbauten spezialisiert. Die meisten seiner Arbeiter kommen aus Rumänien und haben lange in Italien Häuser restauriert. Der beratende Architekt kommt aus Schleswig und hat uralte Originalzeichnungen. Ja, das war noch Zeichenkunst. Das war noch Zeichenkunst, ne? Da ist kein Klecks drin, kein gar nichts. Das ist alles mit einem ganz spitzen Bleistift. Ich habe mal nachgemessen, da ging ein Problem im Aufzug, ne? Ja, ja, weiß, ja. Also wir müssen in die Decke rein. Ja, sonst geht's nicht. Muss denn unbedingt ein Fahrstuhl rein? Ja. Entschuldigung. Ganz heikles Thema. Aber also ich bin der Meinung, nee. Ne? Also es wäre natürlich schön, klar, wenn man die oberen Etagen mit einem Fahrstuhl erreichen könnte. Was ich natürlich nachvollziehen kann, was ich auch gerne erfüllen würde. Nur gibt es natürlich auch bauliche Einschränkungen. Wir haben zum einen hier mit dem Denkmalschutz zu tun. Also wir dürfen ja nicht einfach Wände rausreißen oder Decken oder sonst was. Und auf der anderen Seite auch die Wirtschaftlichkeit muss gegeben sein. Weil ein Aufzug dann für 60, 70, 80.000 Euro, wo dann hier von 10 Personen genutzt wird, das kann man nicht mehr amortisieren. Dies war eben die Darstellung aus Sicht des Bauherrn. Die Stadt wünscht es nicht nur, sondern die Stadt möchte es gern fordern. Viele Bahnhofskäufer bleiben mittendrin auf der Strecke, weil die Auflagen von Ämtern und Denkmalschutz Zeit und Geld verzehren. Der Investor aus Freiburg will Ende 2016 das Bühnenprogramm eröffnen. Er wird hier siebenstellig investieren. Wir haben heute den Vorteil, dass die Denkmalpflege so wenig Geld hat. Es gibt den Ausspruch aus der Denkmalpflege von Niedersachsen. Da wurde gesagt, die Denkmalpflege hat so viel Geld oder so wenig Geld, dass sie für jedes Bauobjekt, was ein Baudenkmal darstellt, gerade eine Dachpfanne bezahlen kann. Ende der Durchsage. Das macht es uns leicht, mit der Denkmalpflege zu kooperieren, weil man sagt, wir erzeugen eine Win-Win-Situation. Wenn ihr nicht wollt, dann geht's. Das Gebäude machen wir. Von hier unten geschätzt 1,50 auf 1,50. Besser geht's gar nicht. Das Bauhof von Personen 1,20.
1,20, 1,40. Bei einem Bahnhofsumbau gibt es nicht nur das Muskelspiel zwischen Behörden und Bauherren, sondern auch Kräftemessen in den eigenen Reihen. Oben drüber ist ja eine Stahlkonstruktion, wo das ganze, die ganze Dachlast. Ja gut, an der Stahlkonstruktion können wir nichts ändern. Das ist, meint der Bauherr. Man muss natürlich die Architekten auch ein bisschen bremsen, weil ja. Nichts Schöneres, wie mit fremdem Geld zu bauen, ne? Das ist natürlich... Ja, ich sage, im nächsten Leben werde ich Architekt, weil da kann man Geld ausgeben und seine Ideen verwirklichen, ohne dass man was... Ich habe gestern ein großes Kompliment an ihn gemacht. Der zeigte mir den Prezer Bahnhof, habe ich dann gesagt, Sie werden doch besser Architekt geworden. Er kauft nicht jeden Bahnhof, verrät er uns. Preetz, Schleswig. Wo schon mal jemand rumrenoviert hat, da lässt er die Finger von. Der Bahnhof von Bad Malente-Gremsmühlen. Eigentlich sollte das Dach längst neu gedeckt, die Renovierung in vollen Zügen sein. Doch nichts ist hier mehr passiert, seitdem Bürgermeister Michael Koch die neuen Besitzer vor gut 9 Monaten getroffen hat. Also wir haben seit dem Gespräch mit den Eigentümern keinen Kontakt mehr gehabt. Ich hatte allerdings darauf vertraut, dass zumindest ein Stück Sanierung an dem Gebäude weitergeht. Ich hoffe nicht, dass der Bahnhof seinem Verfall preisgegeben ist. Wir werden wieder Gespräche führen müssen. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt tief enttäuscht bin. Wie gesagt, man muss gucken, es wird sicherlich auch Gründe auf Seiten der Eigentümer geben, warum sie hier mit dieser Investition nicht weitergemacht haben. Das wird die Zukunft zeigen. Ein paar kleine Dachreparaturen sollen bis heute gemacht worden sein, heißt es. Was sich drinnen tut oder nicht, weiß keiner. Aus der Nähe von Potsdam sind sie nach Moorkirch gekommen. Suchen was für den Ruhestand in ein paar Jahren für sich und ihre Tiere. Ja, das ist doch mal von der Deckenhöhe was für dich, oder? Ja. Also ich habe eine Schwierigkeit vorzustellen, dass hier mal Publikumsverkehr in größerem Maße stattgefunden hat. Das ist jetzt die ehemalige Schalterhalle gewesen. Kann man sich nicht vorstellen, ne? Schwierig. Deswegen sind die Fenster eben auch noch in dem Stil. Hier unten war das Stellwerk drin. Hier ist ein Kriechkeller, der hat eine Größe von eine Höhe von 1,30. Hier ist ein warmer Wintergarten. Der ist so schmal, weil das die ursprüngliche Zugverladerampe ist. Okay. Jetzt kommt der Zug. Genau. Eigentlich hatten sie an einen Bauernhof gedacht, sind beim Suchen dann auf Alexas Anzeige gestoßen. Die Neugierde hat mich hergetrieben. Die Neugierde auf, was früher mal war und was heute noch ist und was man daraus machen kann. Einfach mal was Neues zu machen. Und jetzt überrollt dich dieses Fragezeichen mich so ein bisschen. Ich bin ein bisschen sprachlos, was man gestalterisch machen kann oder was man jetzt machen muss. Ich war auf vieles vorbereitet, aber das auf das hier nicht. Man kann sich auch gar nicht richtig darauf vorbereiten und jetzt rattert es im Hirn und ich versuche jetzt das Getriebe ans Laufen zu bekommen. Es funktioniert aber nicht so richtig. Nicht. Es ist ganz anders, als was man so klassisch her kennt. Ja, wir suchen schon so ein bisschen so ein Objekt, das man so nicht bauen kann. Ne? So, was irgendwie so schon mal gelebt wurde. Also es fühlt sich gut an, so, ne? Es hat irgendwie eine gute Substanz auf jeden Fall. Aber viel Arbeit und viel Fantasie und nochmal guten Architekten und was man so braucht. Ja, ja, erstmal Vorstellungsvermögen. Ja, erstmal Vorstellungsvermögen, genau. Christina van der Waal ist Waldorf-Erzieherin. Alexa teilt die Philosophie und spürt eine gemeinsame Wellenlänge, sagt sie. Für mich ist es ein schönes Gefühl, wenn ich merke, dass vieles von dem, was hier lebt und gelebt hat,
gesehen wird. Das ist für mich ein schönes Gefühl. Und das ist hier der Fall. Ja, es könnte passen. Robert van der Waal hat eine Führungsposition in einem Autokonzern. Das Haus, das Grundstück, die Immobilie ist eine große Herausforderung. Die Frage ist, in welchem finanziellen Rahmen bewegt man sich? Das muss man durchkalkulieren. Frei von Emotionen. Das dauert ein bisschen. Gut. Ja, okay. Ich danke Ihnen bitte. Dann bedanke für die Einblicke. Ja. Dankeschön für die Zeit. Und für die Kurzfristigkeit vor allem. Ja, heute Spontanität gefragt. Ja, das ist schön. Wir melden mich auf alle Fälle. Ja, prima. Ja, am Samstag. Schön. Okay. Alexa hat nichts mehr von Ihnen gehört, sagt sie. Bahnhof Schleswig. Heute kommen die ganz großen renovierten Fenster rein. Endlich, sagt der Investor, das Ende eines großen Kraftakts. Im Prinzip könnte man auch einen Bauleiter vor Ort beauftragen. Einmal aus Kostengründen möchte ich das nicht so tun und zum Zweiten natürlich auch, ich möchte selber entscheiden. Das Geld, was ich hier vergrabe, möchte ich auch selber entscheiden, wie und wohin. Vielleicht hat ihm das Management in der Finanzwelt die nötige Ruhe verpasst. Jede Konjunktur hat ihre Höhen und Tiefen, weiß er. So, und die Umgestaltung eines Bahnhofs hat die wohl auch. Außer der Fensterfreude gibt es heute nämlich noch eine Art Eigentümerprotest. So, müssen wir mal schauen, wo wir das anbringen. Ja. Ausgerechnet am stillen Örtchen zeigt der Investor laut und deutlich, dass er stinksauer ist. Über einen Zustand, den seine Mieterin, die Bahn, offenbar nicht in den Griff bekommt. Die Klos sind so verdreckt, dass es ekelhaft ist. Er handelt und schließt. Dann stellen wir das mal so hin. Es ist ärgerlich, wobei aber ich jetzt das an mehreren Objekten habe. In Preetz zum Beispiel ist genau das Gleiche. Allerdings ist da nicht die Bahn zuständig, sondern die Stadt. Da ist jetzt die Toilette schon seit einem Jahr verschlossen. Die Herrentoilette war mal zwischenzeitlich kurz auf, aber dann wieder auch total verdreckt über Wochen und ist jetzt auch wieder verschlossen. Also man kümmert sich einfach nicht um diese Dinge. Den Unmut über verschmutzte Toiletten laden Durchreisende beim Eigentümer ab. Wenn die Renovierung durch ist, will er die sanitäre Situation selbst verantworten. Jetzt ist der Energieberater spontan vorbeigekommen. Es geht um die Dachterrasse. Flachdächer als Holzbalkendach kann man natürlich aufdoppeln und auch entsprechend mit Querschnitt mit Dämmmaterialien versehen. Es macht aber Sinn, auch diese Dächer zu hinterlüften. Bedeutet aber, dass ich bei so einer flachen Neigung doch einen recht hohen Lüftungsquerschnitt von 12, 14 cm bräuchte. Oh. Um die dann hinten wiederum an dem Dachanschluss, an dem Wandanschluss entsprechend öffnen lassen zu können. Der Architekt ist auch noch mal da mit seinem Lieblingsanliegen, dem Fahrstuhl. Ja, ja. 1914 schon. Okay. Also, die Decke ist irgendwie verspannt, spezial verspannt. Ja. Haben wir hier. Und wenn wir hier eingreifen würden, würde sich da das Eisenbahnbundesamt wohl etwas tiefer reinhängen in die Geschichte. Kostet doch keine Millionen. Nee, das nicht. Aber das Gesamtprojekt würde einfach einen Schub bekommen durch diesen Aufzug, weil es dann in der Gesamtanlage einfach besser flexibel nutzbar ist. Ja, aber wenn wir dadurch natürlich jetzt den ganzen Prozess ins Stocken bringen, gerade wegen diesem Eisenbahnbundesamt, das wäre natürlich dann eher kontraproduktiv. Da muss man sich dann wirklich zusammentun. Ja. Wenn er schon mal im Norden ist, besucht er schnell noch seine anderen Bahnhofsmieter. Der Bahnhofsmission will er an seinem Bahnhof bald ein besseres Quartier zuweisen. Ja, ich bin hier nach längerem wieder mal in Schleswig. Ich war ja jetzt über drei Monate nicht mehr hier im Norden. Ja, die Heizung war mal kaputt, ne? Da habe ich ja einen Anruf bekommen. Ja. Da musste mal ein Techniker ran, ja. Aber das ist alles repariert worden. Dass er seinen Namen geheim halten will, akzeptieren sie an den Bahnhöfen, die er gekauft hat, und gehen damit auch nicht hausieren. Schauen wir mal, ob der Herr Lemke da ist. Und er schenkt ihnen Vertrauen. Moin, Herr Lemke.
zurück. Komm. Ich habe einmal den Heizungsschlüssel. Die größte Baustelle, die er derzeit am Bahnhof Schleswig hat, ist eine Art Papierkrieg. Die Deutsche Bahn zieht auf einmal die Bremse und bangt um Nutzungsrechte, sagt er. Nutzungsrecht beinhaltet unter anderem, dass hier gewisse Informationen aufgehängt werden dürfen, dass hier eine elektronische Tafel aufgehängt ist, dass hier ein Wartebereich ist. Und wenn das hier wie geplant dann mal gastronomisch genutzt wird, kann sich diese Öffnungszeiten etwas ändern. Es wird aber immer so sein, dass die Reisenden zu den Öffnungszeiten immer ins Reisebüro oder DB-Reisezentrum kommen werden. Und sie werden auch immer auf die Gleise kommen. Es gibt eine Veränderung und die DB-Stationen-Service, den Eindruck habe ich, sträubt sich halt gegen jegliche Veränderung. Das Problem mit dem Wasser im Untergeschoss hat er geregelt. Stolpersteine nennt er die Schwierigkeiten bei einem Bahnhofsumbau. Die hat er einkalkuliert. Der erste Käufer des Bahnhofs Schleswig hatte kein Konzept vorgelegt. Kein Verlust, dass dieser Vertrag scheiterte, findet der Architekt. Für die Stadt Schleswig ein Glücksfall, dass er das gemacht hat hier. Sein Gegner war ein ausländischer Bauherr aus dem Südosten der Erdkugel. Nee, er hätte das alles so gelassen, hätte nur die Miete kassiert, hätte null investiert. Alle Fenster drin. 726.000 sind geboten, vielen Dank. 726.000 zum Ersten. Inklusive aller Gebühren fast 900.000 Euro Kaufpreis. Zu teuer für den Strandbahnhof, findet der Investor. 31. Dankeschön, wenn wir den Hammer schweigen lassen. Wir sind bei 731.000 Saal, 735. Dankeschön. Bahnhof Moorkirch. Spätsommer und immer noch nicht verkauft. In letzter Zeit nicht mal mehr Anfragen. Stillstand. Trotzdem muss Alexa ständig herkommen, sich darum kümmern, dass der Bahnhof nicht verwahrlost und völlig zuwuchert. Es gibt dann so Zeiten, wird doch immer wieder so eine kleine Hoffnung wach. Und wenn dann eine Absage kommt, fühle ich mich schon zurückgeschmissen ein Stück. Und dann werden aber auch wieder andere Ideen wahr. Vielleicht doch ein nettes Gemeinschaftsprojekt starten. Also ich bin schon gerne hier. Der Bahnhof bietet einfach so viele Möglichkeiten. Man kann hier tun und lassen, was man will, zu jeder Zeit. Und das ist total schön. Also wenn das jetzt in meine Lebenssituation passen würde, würde ich auch nicht weggehen. Alle zwei Wochen mindestens 5 Stunden im gut 8000 Quadratmeter großen Garten ackern. Uli hilft ihr immer, obwohl die beiden getrennt sind und ihm hier nichts gehört. Wir haben hier was zusammen angefangen und ich sehe auch noch eine gewisse Verantwortung von mir drin, mit drin. Warum? Weil wir hier auch zusammen eingezogen sind und ich das auch wollte, im Grunde genommen. Also ohne... Hätte ich es nicht gewollt, hätte es Alexa ja auch nicht getan. Und sie hat auch viel investiert hier, so wie ich auch. Und selbst wenn man sich trennt oder so, muss das ja nicht heißen, dass man über solche Dinge sich nicht mal einigen kann. Im Unterhalt kostet Alexa der Bahnhof mehr als 500 Euro im Monat. Hinzu kommen ihre Schulden bei der Bank. Mit ihrem Verdienst als Schulbegleiterin ist es schon jetzt eng. Ja, im Grunde kann ich jetzt überhaupt kein Heizöl zahlen. Also diese Zeit zu überbrücken ist halt ganz blöde. Allein, weil er letztes Jahr verkauft war und so ist das mit den Banken besprochen gewesen. Und ich habe null Spiel. Also ohne meinen Ältesten könnte ich das überhaupt nicht finanzieren und überbrücken, die Zeit. Viele Anfragen von Maklern hat sie abgelehnt. Gedacht, dass es nicht so schwer ist, selbst Käufer zu finden. Jetzt will sie die Vermarktung doch abgeben. An eine Bank. Ich habe jetzt so viel Energie da reingesteckt und merke, dass es mich schon
bewegt, dass es anstrengend ist. Das ist ein Druck, ne? Ja. Druck, ne? Der vielleicht auch wenig mit unserer Beziehung zu tun hat, sondern ich kann mir vorstellen, es würde sich leichter anfühlen. Liegt ganz stark, auch bei mir jedenfalls, an dem finanziellen Druck, den ich jetzt habe. Ja, wenn er jetzt verkauft gewesen wäre, damals schon und so, würde sich einiges auch noch anders oder besser anfühlen. Ja. Ja. Freier. Ich meine, dieser finanzielle Druck, den kriegst du ja genauso mit. Den kriege ich ja genauso ab. Und Er fängt schon an einzuholen. Noch jemand im Saal, der einsteigen möchte? 760.000, der Herr in der vierten Reihe, zum dritten. Herzlichen Glückwunsch. Der Käufer sagt, er habe für andere gekauft. Mehr sagt er nicht. Zwei Dachterrassen sind fertig am Bahnhof Preetz. Und die Begrünung drumherum kommt auch in Gange. Ein schickes Outfit ist gut gegen Vandalismus, meint der Investor. Das ist hier noch rüber. Geht. Dann kommt mal aufs Dach oben. In den Wohnungen sind sie auch im Plan. Aber es könnte noch schneller gehen, ist dem Geschäftsmann anzumerken. So. Naja, okay. Beim griechischen Restaurant im Erdgeschoss ist auch ein wenig renoviert worden. Nur aus dem Weinlokal im Keller wird nichts. Zu viel Nerv mit Behörden und Fundamenten. Den hat er zugeschüttet mit Beton und eröffnet ihn anderswo. Dass alles reibungslos und ohne Komplikationen verläuft, das wäre, glaube ich, naiv, das zu denken. Es gibt immer irgendwelche Dinge, die man klären muss. Es ist immer nur eine Frage der Intensivität. Wenn die Jungs hier fertig sind, dann geht's nach Leipzig. Ja, wie gesagt, da ist es bald fertig. Und bevor es mir langweilig wird, wer weiß. Ne? Der Bahnhof Flensburg, der reizt ihn noch. Aber der steht noch gar nicht auf der Verkaufsliste.